Ja, Walter Grässli, geile Ausstellung, geil 33 in Krebs, also in der Nähe, dort wo du eigentlich geboren, aufgewachsen bist zum Teil auch, aber man wird es kaum glauben, geil 43 bist geboren und jetzt hat schon 80, gell? Der fragt, ist übrigens 70, ja. Walter, kannst du mal ein bisschen erzählen, weißt du, so ein bisschen, so, was hat denn dich in der Kindheit ein bisschen zu deinem Lebensweg gebracht? Also, geboren bin ich hier im Waldhof. Das Haus am Waldrand. Und mein Großvater hat dort die Beiz daraus gemacht und meine Eltern haben die Beiz übernommen. Und mich hat natürlich hier alle wild Farbe beeindruckt. Man hatte ja kein Fernsehen und nichts. Und so habe ich gezeichnet. Oder? Ich habe gezeichnet und bald einmal gemalt und dann hat mich die Farbe beeindruckt. Und wenn du durch das Städtchen durchgelaufen bist, was wir ja viel haben müssen, wenn wir auf Fuchshausen sind, dann sind die Farben und die Bemalung an den Häusern sind so interessant für mich. Was? Wo hat es denn da gehabt? Bemalung der Häuser? Ja, die Bemalung an den Häusern im Städtli, oder? Aha, Zum ja. Beispiel der Fahnenträger vorne dran. Der hat mich alles so beeindruckt. Und dann ist das Munterschinerhaus noch gestanden. Und dort drauf hat es einen Holzschirm gehabt und der Holzschirm dort hat auch Sprüche gehabt. Und auf einem ist gestanden, von diesem Holzschirm ist gestanden, dieses Haus ist ein Bubet vom Montagina, dem armen Blut, das nicht viel, der nicht viel gewinnt und viel vertut. All diese Sachen, oder? Das ist Das ist denn mir dein übrig geblieben. Lebensmotto geworden, habe ich mir. Also, Ja. du bist vom Waldrand dann durch das Städtchen oben angelaufen und dann wo in die Schule? Das waren die ersten 6 Jahre, da bin ich noch nicht in die Schule. Ja. Wäre man dort geblieben, dann wäre man dort im Haus mit dem Torbogen. Das war das Schulhaus. Ah, ja, genau. Ja. Wäre man dort gewesen, ich bin ein paar Mal im selben Schulzimmer gewesen. Wenn ich dort auftaucht bin, haben mich die Schüler einfach mitgenommen. Aha. Dann bin ich bei 2 Lehrern gewesen, einmal bei Simmelis Lehrt. Der lehrt ganz dabei, der hat geschrieben und gemalt. Und das andere ist Lehrer Willi gewesen, der hat Geige gespielt. Ja, siehst du, das sind Generationen, die kenne ich beide nicht, gell? Ja. Aber was ich noch weiss, damals, um in den Kindergarten zu gehen, musste ich einen 50er pro Woche mitnehmen. Und erst Ja. dann konnte ich in den Kindergarten gehen. Also du hast noch keinen Kindergarten gekannt, hä? Nein, hat keinen gegeben. Meine Mutter hat mir mal in den Kindergarten tun. Beim Fräulein Loerz hat die Ja, geheißen. Lorenz. Lorenz, Nein, ja. Lorenz, Entschuldigung, Trudi Lorenz, Lorenz, ja. ja. Sie hat geliefert. Fräulein Lorenz. Und sie hat mir gesagt, sie hätte keinen Platz. Jawohl. Und dann ist halt, habe ich mir selber Kindergarten gegeben. Genau. Ja. Und dann, wir sind dann ja, als ich 60 war, auf Buchsuse gezügelt. Genau. Aus der Freiheit vom Waldhof in die Enge von der Blumenaustrasse. Ja. Es war einfach nur gleich in der Blumenaustrasse. Es hat einen Haufen Pensionierte gegeben. Und wenn da irgendein Steile verschüttet hat, sind alle Fenster rausgegangen und alle haben rausgerufen. Und dann bist du in die Schule ins Graf gegangen? Nein, ins Ins Kappali? Altendorf. Ah, Altendorf noch? Ja, zuerst Ja, ja. Altendorf. Und dort hat es 2 Lehrer gehabt. Das eine war der Stauffacher, der Werner Stauffacher. Und das andere der Ernst Moser. Ja. Und dann, während wir dort noch in der Schule sind, in der 2. Klasse, haben sie das Schulhaus Kappeli fertig gebaut. Und wie Ernst Moser musste immer Schriftdeutsch reden, gell? Er war eine illustre Persönlichkeit, ist gerne der Schweizer Illustrierte reingekommen, ist ein Ritter und so weiter. Also, ja, ja. Aber er hat auch gerne gehauen. Ja, genau, dummerweise. He. Ja. Was hat denn die jetzt, weißt du, so ein bisschen zum Künstlerischen, zum Malen gebracht? Du, einfach den... von klein auf. Ja. Bald in Griffel kann, habe ich angefangen zu zeichnen und ich habe gezeichnet und gezeichnet und gezeichnet. Alles, was mir in den Sinn kam, sind all die Geschichten, die ich gelesen habe, habe ich noch Illustrationen dazu gemacht. Und dann bald einmal ist die Farbe gekommen dazu. Der Leo hat ja gezeichnet, wie ein Verrückter. Genau. Aber der Leo hat gezeichnet mit dem Bleistift und bei mir ist bald einmal die Farbe dazu gekommen. Ich habe bald angefangen mit Wasserfarbe malen und da haben wir uns deutlich unterschieden. Haben wir auch ein bisschen Konkurrenz gehabt? Nein, eigentlich nicht. Wir haben einander angeführt. Aha. Und ja, ich habe früher kam Leo seine Zeichnung. Und was er von meiner Zeichnung gefunden hat, weiß ich nicht. Bei mir ist bald einmal irgendwie auch Vorstellungen gekommen. Ich habe noch Soldaten gezeichnet wie der. Aber ich hatte Vorstellungen gehabt von der Uniform, von der Farbe. Jawohl. Und habe dann preußisch-blau oder rote Uniformen gezeichnet. Du hast immer gerne ein bisschen zünftige Farben gehabt, gell? Ja. Zum, wo sie es ausgedruckt haben. Ja, ich habe gerne Farben gehabt. Ja. Und
Das ist natürlich auch von der Umgebung gekommen, oder? Wenn du den Werdenberg anschaust, das ist voll Farbe. Wenn du am Abend die Alpsteinkette anschaust, dann sieht das aus, als wäre sie mit Gold überzogen oder aus Gold gestanzt. Oder die drei Schwestern sind glühend rot. Und im Haus in der Blumenau-Straße hat es oben da am Dach ein Fenster gehabt, da habe ich alle rausgeschaut und habe all die Farben angeschaut, die rundherum waren. Das hat mich fasziniert. Jetzt haben wir ein neues Schulhaus, was Schule aus Kirchbünz, Krebs. Und die Patricia Krebs, die ist Architektin und hat immer gesagt, wie du sagst, die Kreuzberge die sind goldig. Und darum hat sie den Beton dann noch ein bisschen in Gold eingefärbt. Gell? Ja. Aber da dazu musst du irgendwie auch ein Auge haben. Das merken nicht alle. Ja, man hat das oder man hat es nicht. Ja. Oder? Es gibt Leute, die haben kein Auge für Farben. Es gibt auch Künstler, die unterscheiden sich voneinander. Oder? Ja. Der eine Künstler der ist der ausgesprochene Zeichner. Und der andere ist der ausgesprochene Maler. Das kann ich. Und der Unterschied ist, dass der Zeichner mit der Linie schafft und dass der Maler mit dem Farbfleck schafft. Ich ertappe mich schon einmal, wenn ich zum Beispiel einen Kopf zeichne und einen Schatten zeichnen muss, zum Beispiel ums Auge herum, dass ich nicht zuerst den Schatten umreisse mit der Linie, sondern dass ich anfange zu kribbeln und dann mit kreisender Bewegung den Schatten zeichne, bis er die Form hat. Also, dass ich eigentlich vom Fleck aus dann zur gesamten Form komme. Du hast das erklärt, gell? Der Umgang mit Farben, auch in der Lehre natürlich. Was hast du genau gelernt? Also, ich habe Maler gelernt. Ja. Eigentlich hätte ich Schaufensterdekorateur lernen wollen, aber das hat dann nicht geklappt. Ich habe dort einfach versagt in der Lehre und habe sie mir aufgegeben. Und dann habe ich den Maler Graf gekannt. Ja. Und der Maler Graf, der hat mich in die Lehre genommen und der hat mich wahnsinnig gefördert, da muss ich sagen. Kaum bin ich dort gewesen, 17-Jährige, kaum bin ich dort gewesen, hat er mir den Auftrag gegeben, ein grosses Bühnenbild zu malen. Das war 10 Meter lang und 4 Meter hoch. Er hat mir eine kleine Skizze in die Hand gedrückt mit der Buchse Bahnhofstrasse und ich musste ein grosses Bild malen von der Buchse Bahnhofstrasse. Ja. Und bin da immer dran gsi und die Gesellen, oder die Malergesellen, die dort waren, die sind alle neidisch und eifersüchtig und haben gespettelt und Zeug und Sachen. Schließlich und endlich hat der Graf gesagt, sie sollen mal ihr Maul heben. Das, was sie da machen, da hätte ich keiner können von einer kleinen Skizze oder so ein grosses Bild malen. Und dann musste ich natürlich auch viele Schriften machen. Man musste alle Schriften von Hand zeichnen. Und das hat mir sehr gepasst. Ich bin wochenlang bin ich einfach im Zeichnungsbüro gesessen und habe Schriften entworfen, Schriften gezeichnet und nachher auch ausgeführt. Interessant, hä? Und ein weiterer Punkt, der war, ist, ich war wochenweise an der Farbmischstation. Dann sind von allen Seiten her sind Farbmuster gekommen und ich musste die dann genau nachmischen. Hoi, 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 hoi. Das ist gar nicht einfach, gell? Das habe ich selber schon erfahren. Das ja, ist ganz nein, das ist nicht einfach. Ja. Aber es braucht Erfahrung und ich habe dann das mit der Zeit gut können. Und es war auch verantwortungsvoll, oder? Du hast ein kleines Muster bekommen und hast mir so 100 Kilo Farbe nach dem Muster einfärben. Und das hat weiter auch meine Farbfähigkeit einfach gefördert. Jawohl. Das ist manchmal auch noch schwierig, gell? Vom Licht her. Farben spielen ja auch mit dem Licht. Und ja, je nachdem hat man halt müssen vorausgehen. Aha, ja. Ja und meistens hat man die Farbe müssen rechnen mit dem Föhn, dass man nachher gesehen hat, wie sie aufgerechnet. Die werden je nachdem dunkler oder heller. Ja. Hinter dir haben wir ja ein Bild, oder? Und das Bild wirkt natürlich je nach Licht. Wirkt das natürlich völlig anders, oder? Natürlich. Also letztens hast du ja mal jemanden gehabt, der ein Bild von dir gekauft hat, daheim aufgehängt und danach hat sie festgestellt, dass das Bild jetzt bei ihr daheim nicht so passt. Oder? Ja, so Sachen gibt es, das gell? Ist passiert, ja. Woher weißt du das? Ja, Geschichte? Man weiss es hat das auch hin und wieder, gell? Dann hat sie es wieder gebracht und hat gesagt, ein anderes Bild. Das Bild war an einer weißen Wand, wo sie es gekauft hat. Und dann ist es auf eine dunkle Wand gekommen, dann hat es anders gewirkt. Jawohl. Und hat auch ein anderes Licht gehabt dazu. Ja. Und die Farben waren zum Teil stärker, gewesen, als sie es in Erinnerung hatte. Ja. Mal hat ein Bild gekauft von mir. Der hatte grauen Star gehabt. Das Bild hat ihm auch gut gefallen. Und dann hat er die Star-Operation gehabt, dann sind die Farben oft mal stark gewesen.
Ja, du kannst mit dem umgehen, gell? Gut, du hast eine Lehre gemacht, bist schon tätig und so weiter. Dann bist du aber natürlich auch in Paris, in London gewesen. Ja. Hast ein Praktikum gemacht, einmal als Lehrer. Und bist nachher dann quasi... Im Kinderdorf Pestalozzi. Genau, im Kinderdorf Pestalozzi. Und bist dann nachher in der Kante Wattwil eingestiegen und bist dort ewig lang, eigentlich Gestaltungszeichnungslehrer. 35 Jahre lang. Das hast du ausgehalten? Ja, ja, das ist gut gegangen. Schon? Ich habe gerne die Schule gegeben. Ja. Und die Schüler haben mich auch stark beeinflusst. Aha. Und der Umgang mit den Schülern war schön. Der Umgang mit den Kollegen und mit den Eltern war manchmal schwieriger. Aha. Aber der Umgang mit den Schülern war problemlos. Und es wäre wirklich etwas sehr, sehr Bereicherndes, auch für die Schule. Gell? Der ganze Umgang mit Farben, mit Gestaltung. Ja. Da wäre etwas so... Natürlich, Menschen würden extrem weit bringen und vielleicht weiterbringen als ewig bei Sprache und Rechnen rumhocken, oder? Denke ich mir. Ja, natürlich. Und du hast dich irgendwie auch einbringen. Das ist in der Kante kein Problem. Ich denke nur so an die eigenen Zeiten zurück. Ich hatte mal noch den Bickel und so weiter. Mhm. Ist wirklich interessant gewesen. Aber es hat immer Leute gegeben, die das überhaupt nicht interessiert. Und dann manchmal hat es disziplinarisch grosse Schwierigkeiten gegeben, oder? Habe ich nie gehabt. Ja. Habe ich nie gehabt. Dann, ich bin mit Spielaufgaben eingestiegen und habe den Schülern das erste Mal bewiesen, dass sie zeichnen können, wenn sie wollen. Jawohl. Und habe eine einfache Aufgabe gestellt und dann hatte ich Stunden gehabt. Da war mucksmäuschen still gewesen. Da ist nicht einmal eine Nadel gehört fallen, wenn sie gefallen wäre, oder? Die Schüler waren so intensiv am Arbeiten manchmal und die haben das so gerne gemacht. Und ich habe erlebt, dass mir einmal einer gesagt hat, wissen Sie, bei Ihnen wollte ich mindestens einen Fünfer haben. Wenn ich Französisch einen 3 habe und Mathe einen 2, das ist mir ganz gleich. Aber bei Ihnen, wenn ich keinen 5er habe, ist mir das nicht gleich. Und sie haben alles getan, dass sie den 5er bekommen haben. Da hat dann wieder Schwierigkeiten gegeben mit den anderen Lehrern, die das Gefühl hatten, ich mache jetzt gute Noten. Und dann ist einmal der Rektor schauen, wie ich die Noten mache. Und dann hat er gesehen, dass wir ganz seriös machen. Vielfach war ja eine Frau dabei gewesen. Und hat dann geschaut, sodass wir die Schülerarbeit der zweiten abgeschaut haben, ganze Sündung lang, nach 5, 6 Kriterien. Also deine Frau? Ja, meine Frau. Textilgestalterin, gell? Ja. Ja. Und dann haben wir das miteinander gemacht. Und wenn die Schüler gesagt haben, ja, dann haben sie da nicht so richtig gesehen. Und dann habe ich gesagt, Moment, wir haben das mit 4 Augen angeschaut. Ja. Und dann haben sie es dann geklappt, oder? Genau, das ist doch eine gute Idee, oder so. Ja. Aber schön ist natürlich, dass das geraten ist, oder? Die Schülerinnen, die Schüler zu motivieren, das ist wirklich sehr wichtig, oder? Ja. Finde ich halt persönlich, oder? Die Fächer sind ja vielleicht mal fast etwas vom Wichtigsten überhaupt, oder? Wir waren einmal miteinander das zweite in Tschechien gewesen. Ja. 3 Wochen. Und habe dort unterrichtet, das war ein Lehreraustausch gewesen. Eine tschechische Lehrerin ist zu uns gekommen und ich bin dort gezeichnet. Und ich habe da so Farbübungen gemacht mit einem so Rundum-Spieler, wo man mit einer Farbe anfängt und dann ein Band macht mit einer etwas veränderten Farbe, bis eine grosse Form entsteht. Und die Schüler, die waren so ruhig. Die tschechischen Schüler, ja. Man glaubt es nicht, oder? Ja, ja. Ist natürlich etwas. Also die Welt beeinflusst uns ja täglich mit Farben, mit Stimmungen, oder? Ja. Aber wenn man von außen geht und es irgendwie grau ist und so weiter. Oder zum Beispiel, ich kann mich erinnern, in Wien bin ich beim Friedrich Hundertwasser gewesen. Der hat immer gesagt, im Regen seien die Farben am intensivsten. Er hat dann auch sein Schiff Regentag getauft, oder? Und so weiter. Und das war auch einer, der sehr viel mit Farben gespielt hat, mit Farben etwas gemacht hat, Farben in Wien eingebracht hat. Du ja auch, gell? In Schulhäusern, bei Wend hast du ja, dann ja, auch deine Farben eingebracht? Ich habe vor allem auch Schulhäuser, Farbgestaltung an Schulhäusern betreut. Genau. Zum Teil habe ich auch Wandbilder gemacht. Ja, und dann habe ich natürlich viele Bühnenbilder gemacht. Ja. Und im Bühnenlicht, da verträgt es keine falsche Farbe. Genau. Wenn zum Beispiel das Kostüm nicht ganz gut ist, dann haut es da so wahnsinnig raus dort. Ja. Und es kommt schaurig darauf an, wie Kostüm und Bühnenbild miteinander harmonieren. Man muss der Kulisse eine Chance geben, dass sie sich im Licht entfalten können und das Kostüm auch. Meine Frau hat auch viel mitgeholfen bei diesen Bühnenbildern. Komm, da kann man schnell her. Ja, sehen. Das ist ja ohnehin ganz etwas Spezielles. Ich sagen, ja. Der Walter hat nie disziplinarische Schwierigkeiten gehabt. Nicht einmal im Kinderdorf. Und dort war es ganz schwierig gewesen. Dort habe ich nämlich als ganz junge Person wegen der Disziplin ein bisschen gescheitert. Ja. Ich war einfach zu gutmütig gewesen. Am Anfang musst du die Zügel ganz straff halten.
bei so schwierigen Kindern. Und da habe ich dann nichts gemacht. Ich bin gerade von der Kunstgewerbeschule gekommen, wo man eher Freiheit gelassen hat. Und da habe ich zu viel Freiheit gegeben. Aber der Walter hat es geschafft mit seiner Art. Man hört wie ein Mikrofon von Walter so. Was sagst du zu der Entwicklung von Walter? Weißt du, jetzt, wenn du so ein bisschen die Gemälde jetzt anschaust, ungegenständlich, aber hat ja auch die Femme Fatale, ist wieder ganz etwas anderes. Also, hast du das so ein bisschen beeinflusst? Oder? Es ist so. Die Femme Fatale bist aber nicht du, gell? Also, das Textilig, das ist schon irgendwie durchgekommen beim Walter, auch durch mich, weil wir zusammen leben, weil ich mich auch immer so gekleidet habe. Ich habe immer gesagt, ich mache Kunst am Bau, wenn ich mich angekleidet habe. Ja, genau. Ja, und der Walter war schon inspiriert, auch von Figuren her. Ja. Und auch einmal habe ich gedacht, so, der Walter will ein Bild vortrühren. Dann habe ich gedacht, so, nein, das geht nicht. Jawohl. Das könnte ich jetzt noch für schlimm besser, ja. Also schöner machen. Und habe dann angefangen zu pünkteln. Und dann ist er eigentlich aufs Pünktle kommen, obwohl man den Pontinismus ja schon kennt hat. Das kennt aber das einfach nicht auf die Art, wie es ja. Walter macht, mit den ganz durchgedachten Mischungen. Er weiss sehr, sehr viel über Farben, aber er hat dann müssen lernen, wieder vergessen, sein ja. Wissen. Ja. Sonst ist das ganz viel zu fest reingekommen und dann hat es ihn manchmal auch gestresst und ihn unter Druck gesetzt. Aha. Und wenn ich manchmal schaue und gefunden, oh Walter, das Bild gefällt jetzt mir gut, sagt er, nein, ist noch nicht fertig. Da habe ich gesagt, aber darf ich wenigstens ein Foto machen? Mir gefällt es so. Das geht mir hinterher, die Technik. Und auch ein bisschen vertue mit ja. dem vielen nochmal. Aber die Technik, das von dem Punkt, da sieht man es so bei dem Bild ja. hinterher relativ gut. Ich male die grössten Bilder mit dem kleinsten Pinsel. Ja. Oder? Und da kommt einfach Punkt für Punkt aneinander. Ja. Braucht viel Geduld. Also es ist ja auch, du tust ja mit den Punkten die Farbe mischen. Ja, es ist eben so, du kannst, das habe ich durch die goethische Farblehre gelernt. Du kannst, wie heisst das? Die goethische Farblehre. Aha. Vom Johann Wolfgang Goethe, die Farblehre, oder? Er hat die Farblehre geschrieben. Aha. Und wenn man die kann man nicht lesen, dann muss man die Experimente machen, die dort drin beschrieben sind. Und die habe ich gemacht und dann habe ich gelernt, dass man zum Beispiel, wenn du ein Ultramarinblau und das Orange-Rot in der gleichen Helligkeit nebeneinander tüpfelst, dann gibt es einen dritten Farbton, der Magenta heisst. Es gibt also das Purpurrot. Und so kann man natürlich immer zwei Farben miteinander zu einer anderen steigern. Also dann musst du probieren, oder? Ja, dann kommen die Farben kommen dann indirekt ins Bild und es gibt manchmal wie einen Schleier über dem Bild. Ja. Und das ist eine ganz faszinierende Sache, zuerst einmal schon beim Malen, oder? Ist das sehr faszinierend, wenn man es nachher anschaut, dann kann man immer wieder sehen, wie so Schleier über das Bild huschen. Manchmal fast nicht wahrnehmbar. Also machst du einen Punkt für Punkt? Ja, Punkt für Punkt. Und ich bin dann auch so fasziniert gewesen von dieser Art, wenn er die Farben angeschaut hat. Er hat dann auch dürfen mal Farblehre geben an der Kunstgewerbeschule in Zürich. Also da hat es noch so geheissen. Und ich bin dann auch zu ihm in die Farblehre. Und das war für mich die allerschönste Zeit gewesen. Und es sind bei mir so schöne Farbgestaltungen entstanden beim Walter. Durch ihm sein Wissen. Wahnsinn. Du bist euer Sohn, weißt du, von eurem ganzen, wie könnte man ihm sagen, Pointillismus, der so irgendwie, weißt du, auf Sprayen kann? Ja, also auf Sprayen. Er ist ja Theatermaler. Ja, ja. Hat er gelernt. Und wie er auf Sprayen kam, ist. Ja, er hat natürlich, ihn hat das fasziniert, die Sprayereien an der Hinterhöfe. Und er hat einmal eine Zeit lang Bilder gemalt mit so Sprayereien. Jawohl. Und dann hat er selber anfangen zu sprayen. Und bei ihm geht es einfach um eine größere Freiheit. Er braucht eine Bewegungsfreiheit, er braucht den Schwung vom Körper dahin, dass er das macht. Kannst du das auch? Oder ihr? Ich bin kein Sprayer. Es gibt manchmal Bilder. Es gibt manchmal Bilder, die sind unterspreit. Aber deine Frau studiert im Moment gerade, ich sehe es den Augen an, ob sie das mal noch will, probieren. Ja, also spontan bin ich vielleicht nicht auf die Art wie der Michael, aber unbeschwert vom Herzen aus. Einfach anfangen. Du wirst es gerne mal machen. Etwas machen, ja.
Und wir haben eigentlich 4 Kinder und alle sind sehr, sehr begabt, künstlerisch. Es ist ihnen also nicht verleidet, weil wir als Ehepaar immer ein bisschen von Farben und Kunst geredet haben. Viele wollen dann ganz etwas anderes lernen, aber alle haben einen künstlerischen Beruf. Also Tina, die Älteste, die ist ja Modedesignerin, die macht reversible Strickmode. Wenn du ein Jäckli kaufst, hast du 2. Du kannst es auf der anderen Seite auch anlegen. Das ist ihre Idee gewesen, das ins Leben zu führen. Sie hat auch ein bisschen etwas Folkloristisches. Sie hat mehrere internationale Designpreise geholt. Ja, ja. Aber es hat auch etwas Durchgehendes. Es ist jetzt eine Mode, nicht die verleiht. Aber die malen zum Teil natürlich dann auch auf iPad, oder? Also elektronisch, oder? Nehme ich an. Ja, ja. Was sagt ihr so zu KI? Das kommt ja länger mehr, gell? Ja, das wäre faszinierend. Aber ich würde es jetzt nicht zum Malen brauchen, sondern zum Schreiben. Aha. Weißt du, was mich dünkt? Man muss einfach das Handwerk gelernt haben. Ja. Das merkt man einfach manchmal, wenn es nur technisch etwas entsteht. Du meinst, das merkst du dann, ob künstliche Intelligenz herkommt oder wirklich ein Künstler? Ich möchte meine Bilder lieber selber malen, als dass man einen Computer geben, oder? Aber was ich manchmal könnte brauchen, ist, ich bin manchmal furchtbar am Statzen, wenn ich etwas schreiben muss. Oder? Ja. Und ich überlege mir, wie ich jetzt das schreiben muss. Und dann denke ich, ja, da könnte ich eigentlich die künstliche Intelligenz anvertrauen. Aber wie es dann rauskommt, weiss ich auch nicht. Gefühle sind ja nicht dahin. Aber hast du noch nie ein Gräsli einmal der KI anvertraut und geschaut, was der bis daraus jetzt macht? Noch nicht. Ich wüsste auch nicht, wie man es macht. Ja, ich weiss es auch nicht. Aber anscheinend kannst du ganz verrückte Sachen machen. Gell? Ja, aber auf dem iPad hast du ja schon ganz schöne Sachen gemacht. Ja. Anstatt für raus mit Farben und Staffeln hat er den iPad mitgenommen und ganz verrückt schöne Sachen. Eben, gell? Gell? Ja. Es sind einfach elektronische Zeichnungen, die man mit dem Apple Pen macht. Aber man merkt das Wissen dahinter. Also man merkt das Handwerk schon. Ja, es ist halt auch ein Überkreuzeln von kleinen Strichen. Was der Lea ja gemacht hat, oder? Ja. Das Element habe ich auch. Ja. Dass man kleine Striche übereinander kreuzt, oder? Und drehende Schraffierbündel. Um sich drehende Schraffierbündel. Und dann gibt das ganz, ganz tolle Sachen. Jetzt haben wir eine kleine Pause gemacht. Der Kameramann 70, du 80, Theresia noch ein bisschen jünger, gell? Ja, ich natürlich. Bin im Dezember 80. Wir auch schon. Gut. Wir sind der gleiche Jahrgang. Ja. Anfangsjahr und ich auch. Aber ich merke, ihr seid ein Team. Und ich merke auch, 80, das ist nur eine Station. Es geht weiter. Genau. Wir haben über KI geredet. Also die Lust an etwas Neuem ist immer noch da, gell? Ja, 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 das interessiert mich. Vielleicht probiere ich gleich einmal KI aus, wenn ich mal weiss, wie es geht, und schaue, was für ein Bild das es gibt. Ja. Mit diesen Vorgaben. Und das würde mich vielleicht wieder inspirieren, um eigene Bilder zu malen. Also das würde ich nicht von mir wegweisen. Aber das endgültige Bild würde dann einmachen, oder? Ja, das muss auch sein, natürlich. Aber als Inspiration. Aber die Inspiration. Ich habe früher angefangen mit dem Computer. Ich war der Erste in der Schule, der ein Gestaltungsprogramm auf dem Computer hatte. Und ich habe mit den Schülern auch Gestaltung gemacht auf dem Computer. Wir haben einen Haufen ausprobiert und die Schüler haben Freude daran. Und der Computer gibt einem Hinweis, wie man es dann auch machen könnte. Du kannst es dann auch wieder umsetzen, oder? Genau. Du kannst auch Bilder einscannen, im Computer verändern. Und dann nachher im iPad kannst du es zum Beispiel importieren. Und dann kannst du es mit dem Apple Pen kannst du es überarbeiten. Genau. Aber die ganzen Bilder, Femme Fatale, das ist auch von dir, gell? So, wo du gezeichnet hast, so eine Reihe. Wie bist du noch zum Ungegenständlichen gekommen? Das ist ja vorher auch so ein bisschen gegenständlich. Ja, es ist eine längere Mehr, hat sich das einfach entwickelt. Irgendwie ist die Farbe immer wichtiger geworden und wichtiger und wichtiger. Oder? Und dann nachher stört es halt dann in der Landschaft, wenn du plötzlich Farbe hineinsetzt, die mit dieser Landschaft nichts zu tun haben. Und die Inspirationen waren oft mal abstrakt gewesen. Ich sehe ständig Bilder von mir, oder? Unterschiedliche Bilder. Und dann versuche ich das zu erreichen, das Bild, aber wenn ich dann anfange, dann wird es wieder anders und dann musst du halt mit dem Bild in Dialog treten und musst schauen, dass das Bild dann die Stimme kommt während dem Arbeiten. Ja.
Du bist ja manchmal auch eben in Schulhäuser gegangen. Du könntest sicher auch in Privathäuser gehen. Und jemand möchte irgendetwas, einen Wandschmuck haben. Du hast ja das dann zum Teil bei den Schulhäusern auch angepasst. Also nach deiner Inspiration, oder? Und ja. Würdest du das auch bei Privathäusern? Also könnte man bei dir jetzt auch sagen, du, ich möchte unbedingt also ein Gras dort hinein haben. Das ist ja wirklich etwas, was wirklich ein Mehrwert ist. Das könnte man machen, ja. Und ich hätte jetzt in der letzten Zeit gerade die Fächerbilder. Da hätte ich eine Form entwickelt, wo man gut auch könnte ein Wandbild daraus machen. Sogar in Reliefartig, oder? Man könnte die einzelnen Formen ausschneiden aus Holz und dann in Schichten übereinander kleben und dann die Holzschichten bemalen. Das gäbe etwas ganz Neues. Und da zeigt sich natürlich, das handwerkliche Geschick ist natürlich nebst dem Auge, das man haben muss. Gleich auch sehr wichtig. Und das hast du natürlich gelernt, das Handwerk. Ja, ich habe natürlich das Malerhandwerk gelernt. Und mich hat auch von jung auf hat mich das Handwerk immer interessiert. Ich habe mit 14 ich habe schon Kunstbücher studiert, aber ich habe auch maltechnische Bücher studiert, mit 14. Ja, ich habe sehr viel Bescheid gewusst über den Aufbau von einem Ölbild oder von einem Temperabild und so. Es hat mich interessiert. Beim unserem Zeichnungslehrer beim Paul Frey, da hast du damals nicht können, hast dich nicht können profilieren. Er ist nur verrückt worden, wenn du etwas anderes gemacht hast, als er hätte wollen. Ja. Da habe ich mir halt den meinen Zeichnungsunterricht in der Sek selber gegeben. Ja. Ich habe mit 14 Jahren das erste Werdenberg gemalt, Städtli Werdenberg, Schloss und Städtli Werdenberg. Es ist ausgestelltes Grabs im Tetschhaus. Genau. Tetschdachhaus, ja. Oder? Und 66 Jahre später habe ich nochmal eins gemalt. Ja. Der Pointilliste ist, um zu schauen, wie es jetzt aussieht. Ja. Wäre so ein Experiment. Genauso wie die Porträte, die ich gemalt habe, für mich Experiment waren, die ich pointillistisch gemalt habe. Dort hängen die als Porträt vom Leo. Ja. Und das ist pointillistisch gemalt. Ja. Aber der Pointillismus, wenn der nicht zu viel die Form zerstört, oder? Wenn er innerhalb der Form bleibt oder die Form auch kompakter macht, dann hat er eine wahnsinnige Aussagekraft. Ja, wie gesagt, der Weg ist noch lange nicht vorbei, oder? Also das heisst, es geht Nein. immer noch weiter. Wir sehen es so einen Haufen Bilder, wir haben ganz bewusst nicht über einzelne Bilder, über die Kunst so geredet, sondern es ist auch wichtig, was steckt dahinter. Und die Bilder, die muss man selber wirklich anschauen, auf sich wirken lassen und sich vielleicht auch mit dem Künstler einfach beschäftigen. Gibt es für dich jetzt irgendwie so ein bisschen Lieblingsbilder? Was mir einfach auffällt, du hast irgendwie wahnsinnig viel Wärme in dem, was du machst. Ist das etwas, so auch von dir, von innen herkommt? Ja, es ist natürlich so, in jedem Bild hat eine Geschichte dahinter. Oder die Reihe Schattengang, das war eine Diskussionsreihe mit unserer Tochter Katja. Sie hat eine sehr schwere Zeit durchgemacht und wir haben eigentlich alle die Situationen besprochen und über jede Station aus ihrem Leben hat es dann so wie ein Bild gegeben. Aus diesen Gesprächen sind dann auch Textfragmente geworden, oder? Ich habe viel aufgeschrieben, schreibe auch jetzt noch viel auf, wenn ich mal so Gedanken. Und aus den Textfragmenten sind dann Lyrik geworden und am Schluss das Lyrikbändchen, das dort aufliegt, Schattengang. Genau. Ja, wo natürlich ist nicht nur ihre Geschichte hin, es ist auch meine Geschichte hin. Wenn man zum Beispiel das Bild Blaue Ruhe nimmt, ja, dann ist das wie der Weg, wenn man von Malbun Richtung Tossen geht. Ja. Ist wie der Weg dort beschrieben. Mhm. Oder das Problem der Umgang mit Grenzen. Das ist sehr wichtig. Ob ich die Grenzen von anderen akzeptiere oder ob ich die Grenzen überschritte. Und beim Malen ist immer ein Umgang mit Grenzen. Jede Form hat eine Umgrenzung. Gehst du über die Grenzen aus, dann entsteht eine neue Form. Mhm. Und das ist auch wieder faszinierend. Zusammenschmelzen von verschiedenen Formen über Grenzen hinweg, das gibt neue Formen. Und es ist immer das Akzeptieren von der Grenze oder das Nicht-Akzeptieren, das darüber hinweggehen, wie das im Leben ja ist. Man akzeptiert die Grenze oder man akzeptiert sie nicht. Und ist manchmal auch nicht fähig, seine eigene Grenze zu verteidigen. Und dann ist der Umgang mit Wahrnehmungen. Es gibt keine absolute Realität. Der Mensch nimmt das so wahr,
wie sein Gehirn im Laufe des Lebens gewachsen ist. Das ist geht so, ja so weit, was der Schopenhauer gesagt hat, oder dass alles Vorstellung ist und dass wir außerhalb von uns nichts sehen, was nicht als Vorstellung in uns vorhanden ist. Was außerhalb von uns ist, ein Baum, einfach so, nicht ein bestimmter Baum, irgendein Baum, das ist Wille. Aber ein bestimmter Baum mit ganz bestimmten Formen und Charakterzügen, das ist Vorstellung. Und ich bin ein starker Vertreter von dem. Eben, das meine ich. Du bist eigentlich, deine Malerei ist auch ein bisschen Poesie, oder? Ja. Und was du natürlich gesagt hast, oder? Ein Haufen Leute haben dann immer das Gefühl, der Schnee ist weiss. Aber das merken wir beim Filmen, der ist natürlich nicht immer weiss. Wir machen ihn dann weiss, oder? Mit dem Weissabgleich. Und das ist dann erst schon verkehrt, oder? Weil natürlich das ganze Bild in seiner ganzen Ansprache ganz falsch rauskommt. Es geht sogar so weit, dass man sagen könnte, dass die Impressionisten die Landschaft nicht so gesehen haben, wie sie sie gemalt haben, sondern sie haben ihre Vorstellung in die Landschaft projiziert. Genau. Und dann haben sie ihre Projektion gemalt. Ja. Und das ist natürlich im Vielfachen so. Der Cézanne, der ist in Louvre gegangen und hat Bilder angeschaut und ist dann mit diesen Bildern im Kopf in die Landschaft raus. Und hat eigentlich wollen, dann feste Kompositionen machen, wenn er sie im Louvre gesehen hat. Und das geht den meisten Künstlern so. Sie meinen, gesehen und beobachten gut. Aber im Prinzip sind das ihre Projektionen, die sie malen. Wir hatten einen Lehrer, der Frauenfelder geheißen, in der Zeichnungslehrerausbildung. Und er hat gesagt, man sollte die Sachen einmal so anschauen, wie wenn man es zuerst mal gesehen hätte. Das ist schwierig nachzuvollziehen, wenn man nicht weiß, was er meint damit. Er hat es auch nicht genau erklären. Aber im Prinzip hat er damit gemeint, man sollte seine inneren Vorstellungen überwinden und die Sache nochmal versuchen, neu anzuschauen. Und das ist dann natürlich faszinierend. Zuerst hatte ich Schwierigkeiten mit dem Frauenfelder, weil er eigentlich nur das akzeptiert hat, was man gesehen hat. Oder? Er hat einfach gemeint, man müsse das malen, was man sieht. Aber am Schluss und vor allem jetzt merke ich, dass er einen von denen war, von denen ich am meisten von ihm profitiert habe. Ja. Man könnte ewig lang reden, aber ich frage jetzt einfach mal, was wäre denn so dein grösster Wunsch noch? Etwas, was du einfach noch gerne würdest machen, so als Schlussfrage? Ja, was würde ich noch gerne machen? Vielleicht gleich mal noch ein grosses Wandbild. Obwohl ich selber nicht ausführen könnte, so ein Relief, ein Wandrelief in einem Schulhaus hier. Das würde ich schon mal gerne machen. Und sonst würde ich einfach noch gerne weitermalen. Der Martin Frommel, der ist jetzt 90. Der kommt nochmal mit einer neuen Serie die nächste Woche in eine Fabrik. Ich nehme an, es werden grosse Bilder sein. Und wenn es irgendwie geht, möchte ich gerne die Bilder sehen. Wenn ich 90 werde, hoffe ich, dass ich alle noch male. Ich möchte einfach können weitermalen und gesund sein und noch mit meiner Frau noch Willi zusammenleben. In dieser Zeit. Wir möchten miteinander abdüsen. Ja. Was wahrscheinlich nie der Fall ist. Aber sonst, ob ich noch mal ein Buch schreibe, ich weiß nicht. Ich habe viele Publikationen gemacht in meinem Leben. Einige. Ich habe gerne geschrieben, aber ob ich noch mal ein Buch schreibe, weiß ich nicht. Mal, es ist noch eins in Arbeit. Ein Buch über Farbenlehre. Aber sonst kann ich mir vorstellen, wenn er nicht mehr malen und im Atelier, dass er wirklich noch schreibt. Da könnte ich mir gut vorstellen. Ja, dann schreibe ich vielleicht, ja. Schreiben ist ja ein gestalterischer Prozess. Und am Schluss deine Stimme aufnehmen, was du denkst. Irgendwo. Ja. Auf Tonbänke, du weißt nicht. Aber so ein grosses reliefsartiges Wandbild, das würde ich schon mal gerne machen. Noch. Ich müsste dann halt von meinen Söhnen das ausführen lassen. Ich könnte das ausführen, ich würde es entwerfen. Aber das würde ich schon mal gerne machen. Der Christian könnte es gut ausführen. Er hat eigentlich auch gut gezeichnet. Christian ist ein perfekter Handwerker. Ja, und hat in Zürich einen Designerladen mit Designermöbeln und so. Und Designer auch auf andere Designer. Und er hat jetzt junge Designer in dem Laden, wo er betreut. Und die sind in dem Laden von Christian. Sitio heisst er. Der Christian ist ein Sohn von euch? Ja. Ja. Der dritte. Er macht Möbel und Innenraumgestaltung. Da könntet ihr so GmbH machen. Création Grässli. Ja, dann haben wir eben in Holland. Sie die ist schon länger in Holland, als sie lebt. Schon 28 Jahre in Holland. Und sie ist
Tänzerin, Choreografin und alles. Das gibt es natürlich, die GmbH Grässli eigentlich. Ja. Die ist jetzt im Entstehen. Und zwar wird mein Atelier umgebaut, dass es auch ein Showroom ist. Und das Haus kann man, im Haus kann man Ausstellungen veranstalten. Und sie wollen dann nachher das auch nach meinem Ableben vielleicht in die Hand nehmen und das als Kulturraum noch nutzen. Aber schon während meinem Leben, während ich noch lebe, soll das ein Kulturraum geben, wo es Ausstellungen gibt, wo es vielleicht auch Lesungen gibt, wo vielleicht auch mal ein kleines Konzert gibt. Das wäre dann so gedacht. Das ist bei euch daheim. Christian macht den Umbau. Er hat eigentlich schon den 80. Geburtstag haben wir im Umbau-Atelier feiern, daheim. Aber dann ist der Leo gestorben und dann sind wir voll in Beschlag genommen worden. Mit dem. Ja, wir haben viel zu tun gehabt. Für die, das jetzt nicht wissen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, der Leo ist der Bruder vom Walter. Ja. Ja, er fehlt mir, oder? Es war für mich ein wertvoller Bruder gewesen, oder? Mhm. Vor allem haben wir uns ja gegenseitig auch immer gestützt, obwohl wir verschieden gewesen sind in der Art. Ja, gut, wenn er so redet, dann sind wir gar nicht so verschieden, oder? Ja. Ja. Ja, ist sehr ein wertvoller Mensch, auch sehr poetisch, sehr zugänglich, oder? Ja, das haben wir beide, oder? Genau. Ja. Die poetische Ader haben wir beide. Für mich ist Malerei Poesie. Mhm. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Gespräch mit dem Walter Grässli, der Theresia Grässli, jetzt hier im L33 Galerie im Werdenberg. Für kurze Zeit ist die Ausstellung hier zu besichtigen. Ihr habt es gehört, wir blenden es jetzt ein, wo wir eben die Grässlis in der ganzen Formation, insgesamt dann allenfalls sechs, wenn ihr die von Niederland, Holland herkommt, auch könnt ihr kennenlernen. Drei Blender einfach jetzt. Ja. Und wenn ihr die Galerien schauen wollt, seht ihr, wie lange das hier zum Besuchen ist, geht doch einmal her. Wie gesagt, Kunst muss man auf sich wirken lassen. Und du, Walter, bist wahrscheinlich auch immer ein bisschen da, oder? Nehme ich an. Ich bin auch immer ein bisschen da, ja. Wir haben zwar kein festes Programm, aber vielleicht publiziert man dann mal, wenn ich da bin. Genau. Muss das mit dem Dominik Knapp machen. Super, in dem Fall danke vielmals. Und die letzte Frage, jetzt die allerletzte. Also im Grunde genommen, also kann man sagen, 80 und rundum irgendwie zufrieden, gell? Ja, ja, natürlich. Natürlich, wir sind frei, wir haben es gut miteinander, wir haben ein schönes Zuhause. Wir haben nicht mehr die gleiche Kraft wie früher. Ich kann malen. Und wenn ich malen kann, ist es sowieso gut. Es ist nicht gut, wenn ich nicht malen kann. Ich bin froh, dass es ihm wieder gut geht. Er ist nämlich fast zur gleichen Zeit ganz schlimm in St. Gallen Spital gelandet und man hat nicht gewusst, was er hat. Ja. Und schlussendlich hat man es herausgefunden und hat man ihn wieder ins Weg gebracht. Aber ich merke es, dass er jetzt ein bisschen auch anders ist. Er muss sich gut schauen, was er vorher nicht gemacht hat. Ja. Aber mit uns ist voll im Saft und voll Taten dran. Jetzt wieder. Da kommt gut. Ja, ja. Ja, da kommt gut. Vielen Dank und viel Erfolg.